Und der werte Herr, er steht im Weg. Darf einmal auf Sinnesschärfe würfeln. Aber auf Sinnesschärfe. Also, du merkst, irgendwas ist komisch. Du spürst mit den Schritten und den Härten der Schritte, dass irgendwas abnimmt. Der Boden fühlt sich nicht mehr so fest an, je weiter du gehst. Als könnte irgendwie, man könnte vermuten, so, ich weiß nicht, der Boden wird instabiler, er wird... Klopf mal einfach auf den Boden vor dir. Ich bin sumpfkundig, kann ich damit irgendwas anfangen im Moment? Die Sümpfe sind selten in Höhlen. Oh, verdammt! Jetzt gedacht. Teilt uns das mit? Ja. Okay. Hier ist irgendwas komisch. Irgendwas mit dem Boden, spürt ihr das nicht auch? Ich klopfe mal. Ihr geht währenddessen weiter, scheinbar. Nein, ich bleib stehen und klopfe mal auf den Boden und gucke, ob ich irgendwie einen Hohlraum oder so hören kann durch das Klopfen. Bei dir passiert nichts, scheinbar stehst du noch zu weit hinten. Okay, dann. Ich möchte mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall jetzt auch nochmal stehen bleiben und mir den Raum erstmal genau ansehen, ob ich irgendwas sehen kann. Esif scheint dann noch weiter geradeaus zu gehen, oder? Ich laufe weiter geradeaus. Ich wollte die ganze Zeit sagen, sie sollen sich auf den Boden legen, um okay, sich zu verteilen. Aber mir sagt nein, ja keiner was. Nicht. Wenn Esif weitergeht, er geht zwar Schritte weiter. Und auf einmal der Boden bricht ein. Warum darf ich eigentlich nie so intelligente Sachen sagen? Ich finde das aber auch schön, dass derjenige, der uns gewarnt hat, derjenige ist, der einfach normal losgeht, nach vorne geht. Hey Leute, da ist dann was. Einbricht. Er fällt kurz, prallt auf etwas Hartem auf. Und Esif befindet sich in einem merkwürdigen Raum, der mit violetten Fackeln ausgeleuchtet ist. Er kann sich umschauen, wenn er möchte. Sitze ich zufälligerweise in einem Kochtopf? Nicht direkt. Okay, ich gucke mich um. Wo bin ich? Ich rufe du siehst, Esif. Du bist... Esif, kannst du irgendwo Esif? Kisten sehen? Kannst du irgendwo kiffen gehen? Kisten sehen. Also... Gut. Ich schaue mich mal genauer um. Ich muss mal warten, was der GM hier sagt. Was ich sehe. Ich muss aufs Ticket warten. Nee, Esif sieht tatsächlich eine Truhe. Keine Kiste, eine Truhe. Die hat sicher Zähne und will einen fressen. Es ist keine Mimik. Aber was Esif auch auffällt, ist das, worauf er gelandet ist. Es ist irgendwie ein gruselig ausschauender Altar. Also mit alt, lol. Mit Verzierungen im Sinne in Form von Totenschädel. Leute, das müsst ihr euch angucken, ich bin König. Ist da irgendwie eine Runenwand, die komisch leuchtet? Nein. Ja, sonst könnte es, wobei wir sind ja nicht im Himmel drin. Ich möchte ein Stück näher rangehen, um runter zu gucken, aber oben bleiben. Ich möchte nicht runtergehen. Leg dich hin. Also du willst runter gucken. Du siehst halt auch den Altarraum und hinter Esif siehst du halt dann noch so einen Knochen, beziehungsweise großen Knochenhaufen. Okay. Und alte Waffenstände. Wenn es geht, würde ich gerne aufstehen und währenddessen riechen, ob ich irgendwelche Goblin-Gerüche. Du riechst tatsächlich noch ein. Du riechst Kräuter, so wie Weihrauch ein bisschen. Und ein Goblin, der etwas näher sein muss. Es steht tatsächlich auch mittlerweile ein Goblin von so einem kleinen Trönchen auf, der eher von Esif sichtbar ist. Und tatsächlich grunzt er nicht nur, er bringt auch einige Wörter raus. Ah, ein Opfer für den Etras! Und er hebt einen merkwürdigen Stab hoch, der von einem Goblin-Schädel, quasi so ein Schrumpfschädel in Goblin-Form, Goblin-Kopf-Form quasi, ziert, woraus noch so ein paar Federn hängen, hebt ihn in die Luft. Und er spricht einen Zauberspruch. Und der Knochenhaufen, den Rima erblickte, regt sich. Und langsam bauen sich drei Skelette auf.
Wusste ich's doch, dass jetzt wieder Skelettbeschwörungen kommen. Es endet immer damit, ne? Es endet immer darin. Wie tief ist das, tief ist das, wo er reingefallen ist? Bisschen mehr als ein Meter, also. Ach so. Ich sag zu Oscar, er ist jetzt also, keine 5 Meter runtergefallen, ne? Ich sag mal zu Oscar, also eigentlich, die Goblins sind schon besiegt. Das ist eigentlich gar nicht mehr unser Aufgabengebiet. Wir könnten eigentlich jetzt schon gehen. Das stimmt. Wir drehen uns und verlassen die Höhle. Wir sind ja auch noch nicht da unten, also eigentlich haben wir kein Problem. Weil auf einmal kam ein riesiger obligatorischer Stein und rollte auf euch zu. Ja, der gute Alter. Ist aber Indiana Jones hier. Da muss ich mich wohl in einem Kühlschrank verstecken. Ach nee, das hilft ja nur bei Atomexplosionen. Also, was wollt ihr tun? Ohne den Stein jetzt. Ich habe Kletterhaken. Ich könnte runterklettern. Wir können die aber gut sehen. Also die sind jetzt nicht irgendwo im Schatten. Ihr seht sie, aber ihr müsst euch auch so vorstellen, es könnte quasi von oben aus, wo ihr noch im Gang steht, gerade mal einer entlang gehen. Okay. Also der Gang ist nicht so breit. Ach so. Mit was sind die... Ist halt ein Minengang, ne? Ja, stimmt. Mit was sind die Skelette bewaffnet? Zwei haben rostige Eisenäxte. Okay. Und der andere ein Eisenkurzschwert. Das sind alles Nahkämpfer. Wir können oben stehen bleiben und Entenschießen machen. Aber ich kann ja nicht an dir vorbeischießen. Dann und natürlich der Goblin-Zauberer. Nach vorne, weil du bist derjenige mit dem besseren Schussfertigkeiten. Ich mache höchstens 6 Schaden. Okay, und ich mache höchstens ein paar Schaden. Dann wird Esi sterben. Feier dich an. Okay. Ich merke gerade, ich mache höchstens 19 Schaden. Ey, das sollte reichen für einen Kill. Eigentlich schon. Also 19 Schaden, so viel sollten Skelette nicht haben. Okay, also ich nehme meine Armbrust und wobei, warte mal. Vielleicht lieber erstmal auf den Zauberer, weil die anderen kommen ja nicht ran. Genau, ich schieße auf den Zauberer, dann könnte es nämlich sein, dass ihr seht den Letzten nicht mehr erleben. Ihr seht den noch nicht. Ach so. Der Altar scheint unter euch weiterzugehen. Schade. Wie, der geht weiter? Also, ja, der ist unten so ein Altar unter euch. Und... Er ist heruntergefallen. Ach so. Und der Raum, wo jetzt Esif und der Schamane ist, geht halt noch ein bisschen weiter. Der Raum führt noch weiter, okay. Ich hatte im ersten Moment jetzt wirklich gedacht, der bewegt sich der Raum. Wow. Hey, bei einem Magier kann man ja auf alles Goblin-Zauberei. Ja, aber ansonsten hätte ich so wie in XCOM so Sektoiden-like den Meister quasi getötet, um damit die Skelette auszuschalten, aber das funktioniert dann ja leider nicht. Müssen wir uns wohl leider mit Entenschießen begnügen. Okay, dann nehme ich meine Armbrust und schieße auf einen der Typen mit dem Axt. Also einen der Skelette mit Axt. Also, Score will den Anfang machen, also Ich kann meinetwegen auch den Anfang machen, ich habe euch nur ausreden lassen wollen. Du gehst auf den Oscar. Ja, aber hallo. Also, Oscar macht jetzt einfach mal den Anfang. No. Du willst angreifen mit deiner Armbrust? Ja, klar. Ich hab leider keine 5 Meter lange Sense. auf einen der beiden mit der Axt. Also, keine Ahnung, den mittleren. 3 und 6 plus 7. Also, das sind 9, sind 16 Schaden. Alter Vater. 16. Also, der Skelett, zerberstet weg. Ja. Sind halt, wie oben, brüchige Knochen. Das merkst du mit dem Schuss. Willst du direkt zum Anladen anlegen? Nachladen, ja. Ja, genau, hat ja 4 Aktionen zu. So, und ich muss mir natürlich noch den Kill dazu schreiben. Okay, Esif, ihr müsst die Kills aufschreiben, was? Nein, ich schreibe mir Kills auf, weil ich meine KD wissen will. Eine neue Kerbe für deine Sense. Ich hab 2 Goblins, einen Bauer und ein Skelett. Wobei die dich nach deinem ersten D auch nicht mehr interessieren sollte, ne? Was? Nach deinem ersten Tod. Ach so. Stimmt. Obwohl für den Tritt musst du dir einen Superstrich nochmal geben. Für den Super Saiyajin-Tritt. Ja, das stimmt, also ein Goblin... Also der ist schon mit Stil gestorben. Ein durch Super Saiyan Kick gestorbener Goblin. Ja, dann würde ich einfach sagen, meldet sich gerade keiner, dann bin ich mal dran. Ja, hatte ich eh vor, ist es. Okay, dann stürme ich schon mal nach vorne zu diesen Goblin-Paman-Typen.
und versuche ihm eine mitzugeben mit meinem Streitkolben. Und ich hau daneben. Und ich versuche ihm mit der Fackel eine mitzugeben. Und ich hau daneben. Oh, okay. Ja. Boah, mir ist aufgefallen, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Was? Aha. Wie? Es war ein Sieben. Ja, ein Logikfehler, aber den will ich erst später auflösen. Ja. Das heißt, jetzt ist... Ist das eine Skelett schon weg? Ein Skelett ist weg. Okay. Jetzt ist Rina dran. Ja, ich komme aber... Ich kann ja nichts machen, weil... Vor mir steht ja jetzt Oscar. Okay, dann habe ich doch keinen Logikfehler. Dann, beziehungsweise dann kann ich irgendwie was machen? Achso, wegen der Position. Wir hatten gesagt, dass wir Position tauschen. Achso, okay. Das, ja, das stimmt so. Du kannst betörend von oben die Skelette dabei rufen. Ich kann anfangen zu singen, ja, ja. Ich betöre die Skelette. Theoretisch könntest du quasi Oscar reinschmeißen. Das will ich aber eigentlich nicht. Ich bin ganz froh, dass er jetzt gerade das geht. Ich bin gerade unsere stärkste Waffe. Ja, ich hätte mir bessere Waffen geben sollen. Ich dachte, das ist balanciert, aber ja. Wenn du den Boden also nutzen kannst. Also setzt du quasi erstmal aus. Ich achte auf meine Umgebung, ob sich sonst noch was was bewegt. Und decke uns den Rücken. Ich sehe schon kommen, wenn nachher das Areal geklärt ist, rennt erstmal springt jeder direkt runter für Loot. Ja, natürlich. Okay, jeder von euch haben wir jetzt einmal durch. Okay, Skelett A, ich gehe das jetzt so XCOM-Style durch. Das Schwertskelett geht auf Esef durch. Feldposten. Und greift an. Feldposten. Er schlägt zu. Oh. Ich hätte pariert diesen Schlag. Was hast du gemacht? Acht. Was hast du gemacht? Acht? Es sei denn, es ist ein kritischer Erfolg oder so. Nee, wie ist es das? Also, er hätte rein theoretisch getroffen, aber du hast ja blockiert. Jetzt die Frage, passiert trotzdem irgendetwas oder ist halt dann einfach Parade? Ist halt pariert. Deswegen wirft man doch die Parade. Ja, ist halt pariert. Okay, ist Parade. Gut gemacht. Yay. Der Streitkolben-Typ kommt auf dich zu und will auch hauen. Das sind zwei Axt-Typen. Würde ich meine ich doch, Axt. Können. Hast du schon ausprobiert? Ja, aber er müsste halt treffen. Das wär's nicht. Nee, er trifft auch nicht. Der Schamane hinter dir. Weißen. Er hebt seinen Stab. Luft knistert um seinen Stab herum. Ein Blitz kanalisiert er und... Tor. Bin ich nicht magieresistent? Trifft dich nicht. Bin doch magieresistent, oder nicht? Muss ich gerade so... Willkommen bei den Sturmtruppen. Muss ich gerade so bei den Sturm so... 99% Trefferchance, daneben. Ja, ja. Habe ich jetzt eigentlich auch gedacht, ist so voll Bohrkrit, boah! Aber nee. Hat einen Resistenzwert von 4, was sagt mir das? Magieresistenz. Ich überlege gerade, ist es nicht am sinnvollsten, jetzt auf den Magier-Zug zu chargen? Na klar. Habe ich doch versucht. Ja, aber ich jetzt ist aber erstmal Oscar dran. Genau. Nur 2 Skelette übrig, ne? Ja. Ich drücke meine Sense und im selben Atemzug springe ich nach unten. Aber warst du nicht am Nachladen? Ja, stimmt. Dann gehe ich zurück und tausche die Position. Während aber mittlerweile sollte die nachgeladen sein. Es sind Block, Parade, Angriff, waren ja jeweils Aktionen. Ach so, das stimmt. Also du könntest wieder schießen. Aber ich sehe nur 2 Skelette, ne? Ja, kommt ja. Sind schon mal 2 Gegner. Ich könnte meine K... Da ist ja keine KD. Kann ich irgendwie 2 Bolzen reinlegen und beide töten? Nicht so ganz direkt. Beide. Er blockt den Schuss ab. Krasses Skelett. Mit seinen Zähnen. Das ist halt ein, ist halt ein Skelett. Ja, doch. Ihr habt ja gesagt, man kann Geschosse abwehren. Ja. Ja, dann hat er den Schuss pariert. Er hält den Bolz mit 2 Fingern fest in der Luft. Ich würde schon mit 2 sagen, dass das irgendwie mit Malus versehen wird, aber ich weiß es nicht.
Der Fernkampf, ja, und würde zumindest Sinn machen irgendwie. Ach so, ja, das ist stimmt, schon relativ wahllos. Schwer, einen Bogen, einem Pfeil auszuweichen. Vor allem bei der Armbrust, der halt nochmal stärkere Durchschlag. Ja, ich kann auch mit einem Bogen nach dir werfen, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu parieren. Nee, aber ich meine, ein Bolzen von der Armbrust hat ja nochmal eine härtere Durchschlagskraft. Okay, Malus habe ich ganz ehrlich vergessen. Ja, mit Malus triffst du natürlich. Okay, oh gut. Und ich mache... Wow, bitte. 4 plus, ich mache 11 Schaden. Ja, der zerbeißt du doch. Kann es sein, dass ich ein bisschen unbalanced bin? Vielleicht hast du einfach eine Na. Zu gute Waffe bekommen. Du bist unser One-Punch-Man. Nee, ganz ehrlich, ich habe die Gegner wegen der Überzahl einfach ein bisschen schwächer gemacht. Achso, ja. Ja, echt schade. Ist ja nur der Anfang des Abenteuers. Das Schöne ist ja, dass wir gerade nur Esel... Ja, deswegen ja. Wer hätte denn gedacht, dass er alles pariert oder dass sie ihn nicht treffen? Ja, wer hätte denn gedacht, dass ich kämpfen kann? Das, was ihm an Klugheit fehlt, das macht er mit Glück wieder weg. Ja. Ich wollte schon sagen. Okay, ja, dann ist Esef dran. Ja, dann haue ich wieder mit dem Streitkolben zuerst. Wait, ist jetzt die erste Snorri dran? Nee. Theoretisch ja, aber ich... Nein, diesen Kampf nein, du kämpfst danach. Richtig. Okay. So, Streitkolben. Ich 9. So würde treffen, wenn er nicht pariert. Genau, wir machen wieder eine Wette. 9 hast du? Ja, würde treffen, wenn er nicht pariert. Moment, bevor du das sagst, ich wette, er trifft. Ich wette. Wer schlägt jetzt gerade zu? Wie bitte? Ich schlag zu. Er schlägt. Ich. Aber du siehst doch mehr als Rina, du wirst doch wissen, wer gerade zuschlägt. 10 Septime, jetzt hast du die Chance, deine 10 Septime wieder zu kriegen. Ja. Was habt ihr gewettet? Wir wetten gerade, ob er trifft oder nicht. Ja, aber wer? Für wen? Ich hab gewettet, dass er trifft und Oskar hat gewettet, dass er nicht trifft. Ich verliere mein ganzes Geld. Pariert er denn oder nicht? Das Ergebnis seht ihr in der nächsten Folge. er pariert. Er pariert. Ja. Aber du hast ja noch eine andere Waffe. Wie er pariert? Was? Ja, hat den Schlag pariert. Okay, ich habe ja noch eine Fackel. 10 Septime für mich. Trifft auch, habe ich eine 8. Ich parierte. Ja, scheiße. Gelten jetzt nochmal 10 Septime? Ja, dann war's das. Ja, dann ist Snorrian dran oder wollen wir dich wieder überspringen? Na, Moment, ich gebe ihm jetzt erstmal 10 Septime. Lässt ihn so runterregnen. Hier. Nimm. Ich schmeiße runter und ich muss hinterher springen. Ja, genau. Hol's dir. Ich wollte jetzt sowieso runterspringen, also. Okay, dann ist der Skelett-Schwertkämpfer dran. Ja, er greift selbstverständlich einfach Esef an. Volles Fund aufs Maul. Er trifft nicht. Der Schamane macht Esef wieder irgendwie Parademeister oder so? Hey, die treffen ja noch nicht mal. Okay, jetzt ist der Schamane dran. Muss er nicht mal was kanalisiert tun. Wieder sein Blitz. Muss er dafür nicht auch mal eine Runde aussetzen? Der hat fast sich selbst getroffen. Was? Muss er nicht dafür auch mal eine Runde aussetzen oder so? Er zaubert nicht, also ich gehe da ein bisschen mit Elder Scrolls Logik an. Er zaubert nicht selber, sondern nutzt seinen Stab dafür. Ich sehe quasi super, das als Waffenangriff an. Das zerbrutzelt. Das wäre super. Achso, okay. Der hat sich fast selbst zerbrutzelt, das so viel kann ich sagen. Aber und noch mal, trifft auch nicht. Aber wie ist das mit Magieresistenz? Ich habe Magieresistenz 4. Ist das sowas wie eine Rüstungsklasse? Ja, das zieht dann ab. Ich hätte schon mal die optimale Waffe gefunden, die ich später haben möchte in diesem Abenteuer. Wie bitte? Ich habe gesagt, ich habe jetzt die offizielle Waffe gefunden, die ich später haben möchte in diesem Abenteuer. Merunis Dagon's Razor. Kannst du mir die zuschustern? Cheaten? Nein, nicht cheaten. Ich will den Wabajack. Der Wabajack? Oh. Da kann alles passieren. Du hast doch keine Ahnung von Magie. Ja eben! Dafür ist der Wabajack optimal. Weil alles passiert. Was? Oskar ist plötzlich eine Bauchtänzerin? Ah. Selbst das könnte passieren. Wunderschön, vergiss das nicht. Du machst deinen Gegner unsichtbar? Okay. Und es regnet brennende Wölfe? Na, jedenfalls Oskar ist dran.
Jetzt nehme ich meine Sensor und springe runter. Okay, du springst runter. Esef ist dran. Ich will jetzt Nahkampf-Action machen. Esef ist dran. Achso, ja, volles Fund aufs Maul, wie du schon sagtest. Okay, dann... Erstmal mit dem Streitkolben. 13. Würde das noch durchgehen? 13? Ja. Okay, er kriegt Schaden, er wird getroffen. Sind 10 Schaden. Okay, One Hit. Wie, tot? Der ist tot. Ich nehme seinen Stab. Achso, du hast den Schaman angegriffen? Ja. Also statt den Schwertkämpfer. Verdammt. Ja, ich greife den Schaman natürlich an. Okay, dann... du hast nicht zufälligerweise noch dein Würfelergebnis. Also das 13 das hatte ich. 13 und 5. Okay, also, ja, du hast getroffen quasi. 10 Schaden wären das. Okay. Und dann... Du triffst den Schaman? Ja. Das ist so Endboss-mäßig. Wie viel Schaden hast du nochmal gemacht? 10. 10, okay. Gall ohne Gall. Okay, er blutet. Erkennbar. Strauchelt, aber steht noch. Brüllt dich an. Ich hau ihm mit der Fackel nochmal eine drauf. Was für ein Schadenswert hat er denn? Die Fackel. Kannst du ihm den Bart anzünden? Ich hätte ihm jetzt einfach eine normale Keulen, also ein Weg stimmt eigentlich, zwei, ne? Gegeben. Und halt auch Brandschaden. Ja, ob er davon brennt. Nee, ich probier's einfach mal. 19, nee, verfehlt. Schade. Oh, schade. Okay, dann ist... Das wär's gewesen, wenn er erst rumbrüllt und dann eine Fackel ins Maul kriegt. Erina. Ist, ich möchte ganz kurz, bevor ich da irgendwie runtergehe, möchte ich jetzt wissen, ist der Abstand dazu, also wenn man auf den Altar steigt, nicht auf den alten, ist das dann hoch genug, dass man wieder hochklettern könnte? Mit einem kräftigen Sprung vielleicht. Also könnte nach Räuberleiter. Wir könnten im Notfall ein paar Leichen aufeinander türmen und dann geht das schon. Okay, dann gehe ich auch mit runter. Und darf ich noch eine Attacke machen? Ich habe Schnellziehen. Oder nicht? Schnellziehen mit dem Bogen? Schnellziehen generell. Ja, das Bogen bezieht sich auf den Bogen. Ja nichts. Das bezieht sich doch bestimmt auch aufs Wurfmesser. Auf Fernkampfwaffen. Ja. Ja. Okay, also mit Malus von 2. Okay. Ja, Malus mit 2. Okay. Also hast getroffen, aber... Ja, ich habe 2 Treffer. Also 2 Schaden. Ja, 2 Schaden habe ich gewürfelt. Okay, auf den Skelett oder Schaman? Auf den Schamanen natürlich. Hallo, okay. Endboss? Ja, es lebt ja noch ein Schwertkämpfer. Ja, aber der ist doch Pipifax. Der ruft sich dann einfach ein paar den hast du ja gewonnen, Hit. Nee, den hast du ja gar nicht angegriffen. Ja, okay. Feindaktivität. Der Schamane wurde getroffen vom Wurfmesser, hat nochmal gebrüllt vor Schmerzen. Der Schwertkämpfer ist immer noch auf den lieben Esef fixiert, weil es die ganze Zeit... Aber Esef steht ja mittlerweile mit dem Rücken zu ihm. Ja, ich habe ja einen Schwanz. Hast du in deinem Schwanz auch so einen Dolch stecken, dass du parieren kannst? Er schlägt zu. Oh! Crit. Entweder war es eine 1 oder eine 20. Es war eine 1. Also, das Skelett schlägt trotz fehlender Muskelmasse so stark zu, aber sowas von stark zu, dass ihm glatt der Arm mit wegfliegt. Oh nee. Und trifft den Schaman, der sofort tot umfällt. Was? Es war eine 20. Es war eine 20. Wieder ein Killstil, verdammt. Ich komme hier nie mit einem Kill raus. Wieso, du hast doch ein Skelett platt gemacht. Und er hat jetzt keine Waffe mehr. Nee, gar nicht wahr. Du hast Ich habe einen Goblin gekriegt. Wow. Der Boden lag tot. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Und dann heißt es, Hide ist nur Level 6, wir sind schon Level 10. Du musst mehr Leute töten, Hide. Ja,
Ja, der Schamane wäre jetzt dran, wäre er jetzt nicht gerade gestorben wäre. Jetzt bin ich dran, ne? Ja, ihr müsst euch aber so vorstellen, das war so viel Kraft. Der Schamane hängt quasi jetzt am Schwert in der Wand. Oh. Als hätte man ihn aufgehangen. Ich springe zu ihm und klaue ihn und nehme den Stab. Und ich möchte mir, das Schwert genauer ansehen. Ach, hier wird voll ignoriert, dass noch ein Gegner ist. Das ist ein Skelett, weißt du? Ich dachte, es ist einfach verfallen. Nein. Und er hat auch, besonders hat er keinen Arm mehr, also. Er hat einen Arm noch und seine Zähne. Also, Oskar nimmt sich den Stab. Ich nehme den Stab. Ja. Und ich möchte... Esif ist dran. Ja. Ich greife ihn mit meinem Schwanz an. Das Ding ist, der hat sogar einen Schadenswert. Ja, eben. 1W6. Aber ich weiß gar nicht, muss ich da raufen, würfeln, oder? Ich würde eher Körperbeherrschung sagen. Körperbeherrschung? Und improvisierte Hiebwaffe. Aber hallo. Gut, Intelligenz, Geschick. Mit Malus von 2. Okay, nee, also 5. Okay. Da muss der auch einen Malus auf Parieren kriegen, weil er nur noch einen Arm hat. Gut, habe ich 11, das passt. Intelligenz 10 sind 18. Nee, kann ich nicht. Ja, der dritte hätte mit einer 5, aber der zweite hat... Was habe ich nochmal gesagt, was du würfeln solltest? Körperbeherrschung mit einem Malus von 1, da hätte ich 5 Punkte zum Ausgleichen. Aber kriege ich nicht hin. Schade. Hat es nicht geklappt mit dem Ausgleichen? Nee. Ja, durch... ich werde glücklich mit dem Schwanz. Genau. Und damit ist Rina dran. Ja, ich wollte mir das Schwert schnappen. Okay, Rina schnappt sich das Eisenschwert. Genau. Okay, da Score gerade AFK... Da. Verdammt. ja, Oskar wäre wieder dran. Okay, dann lieber wieder... Du hast den Stab, benutze ihn! Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben noch gar keine Ahnung, egal, was der Stab überhaupt macht, oder? Der hat nie Fuchtel, getroffen. Fuchtel einfach damit rum und ruf irgendwelche Worte. Hakuna Matata. Also, Oskar erkennt auf jeden Fall, es ist schon mal, scheint eine magische Waffe zu sein, irgendwie. Auch wenn sie ein bisschen einfach. Okay, ich nehme den Stab und schrei ganz laut Amena. Okay, eine kritische 20. Das will nicht gemein sein. Irgendeine Magieresistenz? Ich krieg 6W6 plus 50 oder so. du kriegst halt eine gescheuert. Wie viel? Kriegst 2 Schaden. Also das kann ich verkraften. Und deine Haare sind... Nein! Nicht die Haare! Was sind deine Haare sind... Verdammt! Was genau sind die? Verpufft. Okay. Okay. Meine schönen Super Saiyajin Haare. Dann müsstest jetzt sehen die erst recht aus wie Super Saiyajin Haare. Dann müsstest du ja deinen Bonus als gut aussehend ja jetzt verspielt haben. Ich weiß es nicht, ja. Gut aussehend kann man auch mit Klasse aber sein. Aber Score, ich hab dich gewarnt. Das ist deine eigene Schuld. Das war's wert. Ich hätte es genauso gemacht. Es war mehr als 50% Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe. Ja, und hast eine 20 geschafft. Nee, du hast eine 20 gemacht. Ich hätte eine 9 gewürfelt. Der Spielmeister sagt nein. Okay, Esif kann eine Aktion machen. Ich hau noch mal mit dem Schwanz. Auf was? Das Skelett ist schon tot? Ah ja, stimmt, das Skelett steht ja immer noch. Das einarmige Skelett ohne Waffe. Ja, auf das hatte ich auch gezielt mit dem Stab. Pech gehabt. Ja, das Skelett steht da und du... Müsstest würfeln. Ja, ich muss erstmal wieder meine Werte finden. Es passiert nichts. Rina! Ja, ich würde mich ganz gerne schon in Richtung Truhe bewegen. Da ist noch ein fucking Skelett im Raum! Gucken, ob ich die aufbekomme. Loot! Fun Fact, ich habe mir noch gar nicht überlegt, was wirklich drin steht. Okay, du bewegst dich Richtung Truhe. Weitere Innereien. Ja, genau. In der Truhe, das sind die wertvollen. Da ist jetzt ein Bogen drin. Und du kannst ihn nicht nutzen, nein! Ich bin gerade der Anti-Geronimo-Röder. Ich hab die ganze Zeit einen Bogen und darf ihn nicht benutzen.
Das Pfeile, aber... Mh. Ja, genau. Das ist aber okay. Ab der nächsten Pause kann ich meine 4 AP ja nutzen. Dann geht das ja. Aber und das sind Wabajak. Aber dann gibt es keine Pfeile mehr. Wahrscheinlich, dann sind alle Pfeile weg. Ja. Rina geht halt Richtung Truhe. Das Skelett darf ist dran. Darf ich die auch aufmachen oder ist sie verschlossen? Nein, noch nicht. Oder ähnliches? Na gut. Nein, du gehst erstmal zu ihr hin. Okay. Erst muss er sich überlegen, was drin ist. Kannst du überhaupt, ja, dann. Kannst du überhaupt Schlösser knacken? Ja, hab ich. Ich habe sogar Talentspezialisierung darin. Ich meine, hast du Lockpicks? Also Dietriche? Ach so, ja, müsste ich haben. Okay, weil ich habe nämlich auch welche. Okay, ja, da ist das Skelett ist dran. Die Anleitung für den Zauberstab drin. Ja. Wir nutzen ihn als Raketenwerfer. Ja. Das Skelett fuchtelt ein bisschen mit dem Arm. Das muss echt erbärmlich aussehen, wie wir gerade gegeneinander kämpfen. Weil, nicht, dass du dich einfach umdrehen könntest, um den einen zu wischen. Nein, es muss mit dem Schwanz sein. Ich dreh mich nicht um. So viel Würde habe ich noch. Okay, Oscar ist dran. Wer ist dran? Du. Achso, ich nehme meine Sense und schlage auf das Skelett ein. Nein! Du schlägst einfach okay, so mit nee, Schmackes nee. So. Okay, nee, tue ich nicht. Oh, danke. Warum denn nicht? Ich muss ja einen fairen Fight den beiden genehmigen und ich gehe zur Truhe mit meiner Sense in der Hand. Okay, du gehst auch Richtung Truhe. Ja. Isif, du bist dran. Ich hau mit dem Schwanz zu. Erschwert um 3. Ich treff 3! 3 geworfen! Also wenn er nicht pariert. Das wäre echt. Also du würdest treffen. Ich würde treffen. Okay, das Skelett nicht. Also das Skelett. 1W6 Schaden. Sind 3. Es überlebt. Doch ein HP. Schön wär's. Noch 60 HP. Es wird noch größer und stärker. Eigentlich ist das Skelett nämlich der Endboss. Naja, ich sag's mal so, es könnte noch etwas dauern. Ja, dann wird das lustig. Egal, ich hab getroffen. Dann können wir in der Zeit jetzt weitermachen. So, Rina ist dran. Ne? Genau. Ich platziere mich dann jetzt schön vor die Truhe und möchte erstmal sondieren, ob es sich dabei um eine Falle handeln könnte. Schau auf die Kette. Es gibt ja magische Verzauberung. Von daher. Je nachdem wie die Kette ist, könnte es eine Mimik sein oder nicht. Also es ist eine stinknormale Truhe, die okay. Alt ist und. Kann ich versuchen, die aufzumachen oder muss ich. Das kannst du gerne versuchen. Verschlossen. Das kannst du gerne nachgucken. Okay, dann versuche ich sie zu öffnen. Du öffnest sie. Sehr schön. Und was ist drin? Der Zong. Du siehst drin ein kleiner Kobold. Ein kleiner war Kobold in Oblivion waren so scheiße. einen kleinen Silberdolch. Oh, ein Silberdolch. Ein Amulett. Werwölfe kommt. Einen kleinen Beutel. Und ich spiele GM Mr. Ninja Luke und ihr geht leer aus. Und ihr findet Onyxias Welpling. Nein. Was findest du noch? Ich habe schon eine Idee, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich hergeben möchte. Ein Bademantel. Nein. Und 3 Tränke. Was für Tränke? Weißt du nicht. Ich weiß nicht, kann ich... Oder hast du eine Alchemie-Skill? Nö. Also einfach erstmal nur Tränke. Okay, erstmal nur Tränke. Okay, in violetten dann Flaschen. Packe ich den Silberdolch und das Amulett ein. Okay. Ist ein schwedischer Liebestrank. Und kann ich mir eigentlich gleich auch das Amulett noch genauer ansehen, ob ich da noch... Das Amulett? Ja. Ja, das kannst du dir gerne ansehen. Das ist halt ein Amulett mit tatsächlich goldenem Inhalt, beziehungsweise es ist, besteht aus einer goldenen Kette, demnach ist sie auch ein bisschen schwerer. Die Kette ist ein bisschen dünn, wirkt jedoch trotzdem gleichzeitig sehr stabil. Und es ist halt ein grüner Edelstein, ein Smaragd ist in einer Fassung daran. Okay. Und erleuchtet. Leicht.
Er leuchtet leicht, das heißt, es könnte verzaubert sein. Weil ich sehe gerade, dass es den wirklich das Talent Anatomie gibt. Ja, gibt es. Ja. Okay. Genau wie Alchemie, das sie falsch geschrieben haben. Schreiben das. Die schreiben Alchemie mit I. Also statt mit E an der Seite. Alchemie? Die schreiben Alchemie. Oh. Ich sehe gar, seh gar nicht Alchemie. Gut, ich hab die beiden Sachen jedenfalls angepackt. Und da liegt jetzt auf jeden Fall noch die Tränke, der Beutel, wo wir nicht wissen, was drin ist. Und da war noch was, oder? Na, das war's. Das war's? Okay, die beiden Sachen also noch. Ich nehme den Beutel. Du nimmst den Beutel, du fasst ihn an. Und er zerfällt zu Staub. Und er explodiert, du bist tot. Nein, du fühlst, es ist was Härteres drin. Aber zu unförmig, dass es Goldmünzen sein könnten. Mein Cock. Aber dein Cock ist sehr unförmig, ja. ohne reinzugucken, wirst du aber erstmal voraussichtlich nicht wissen, was drin ist. Ich nehme ihn an mich und gucke erst rein, wenn wir aus der Höhle raus sind. Nun, so tue er dies. Okay, dann ist Oscar wieder dran. Mit seinem Skelett. Nee, ich? Ja, meine ich doch. Isef. Ich gehe einfach geradeaus und heb die Skeletthand auf. Und haust die mit der Skeletthand kaputt. Hatte ich vor! Sehr schön. Okay, das lasse ich noch als eine Aktion gelten. Hingehen dann, und aufheben. Oder nee, was? Und auch noch zuschlagen. Auch zuschlagen? Auch das ist ja nett. Auch als Hiebwaffe. Wie dumm dieser Kampf eigentlich aussehen muss. Hiebwaffe. Oder ja, als was? Den hätte ich doch ganz als gerne Hiebwaffe. Animiert. Das okay. Sieht bestimmt super aus. Muss extrem geil aussehen. Bist du wieder 14? 1! Oh! Ach ja, ich hätte gerne die Wertung okay. Mit dem Silber durch. Du haust ihm, du gibst ihm quasi damit so ein... Du nimmst den Arm, so, guckst ihn so ein bisschen an, so schwappst mit deinem eigenen Hand so nach links, nach rechts, und dann schwebt auch das Handgelenk des Skeletts so nach links und rechts, so ganz locker. Weil es halt quasi lose, wie bei einem Skelett quasi. Und du drehst dich um zum Skelett, streckst deinen Arm aus. Der Skelettarm, den du in der Hand hast, streckt dich quasi auch aus und zeigt zufälligerweise den Mittelfinger. Mit dem Zeigefinger. Achso. So Richtung den. Ah! Und dann schwingst du nur so ein bisschen hin und her, dann gibst du so ganz lasch, dass er mit seiner eigenen Skeletthand quasi so eine Lasche bekommt. Und dann fliegst du der Kopf durch den Raum und zerberstet an der Wand. So, das war alles. Sehr stilvoll. Und cool. Das Gerippe fällt in sich zusammen. Meine Güte. Also ich finde, das gibt auf jeden Fall später Bonuspunkte für Coolness-Faktor. Aber hallo, Super Saiyajin Kick am Arsch. Smoke weed every day. Yeah. Okay. Genau so. Und ja, alle Gegner sind besiegt. Hat dieser Raum noch irgendwo Türen? Nein, also es gibt einen Durchgang, der scheinbar aus diesem Altarraum rausgeht, aber ansonsten ist da nur halt der Altar mitten des Raumes mit den Skelettkopfverzierungen. Okay. Und hast du irgendwas in der Truhe liegen lassen? Die Tränke sind noch drin. Die nehme sind ich drei auch Tränke nicht. An der Zahl. Die nehme ich auch nicht. Und Elvis geht wieder leer aus. Elvis. Ist um einiges besser auszusprechen. Wir teilen gleich sowieso noch, wenn wir draußen sind, auf. Sage ich jetzt einfach. Oh. Kitty. Und schau, während ich das sage, mit einem grimmigen Blick Richtung, jetzt habe ich den Namen vergessen. Rina? Nico? Nein. Hat er Titler? Das war das Pferd. Wo ist es eigentlich? Das ist noch nicht da. Das ist noch in der Reinigung. Ach, wir werden es noch treffen. Das weiß ich noch nicht. Also, es gibt jetzt einen Weg, der halt rausführt, aber großartig ist hier nichts mehr. Okay, aber wir haben immer noch eigentlich einen Gang, den wir noch gar nicht genommen haben. Wenn ich mir diese komischen lila Fackeln mal angucke, sehe ich da irgendwas Besonderes? Nein, es sind halt einfach nur Fackeln, die halt magisch lila so. Leuchten. Okay. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass beide Wege zu dieser Kammer geführt haben.
Und wenn wir jetzt oben lang laufen, um den anderen Weg hinterher zu gehen, wieder unten an Rina darf ankommen. Einmal auf Klugheit würfeln. Jo, Moment. 20. Stimmt. Scheiße, das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht benutzen, ne? Den Gedanken, den du gerade veräußern wolltest, dass die Gänge miteinander verbunden sind, das hältst, verwerfst du direkt. Was für ein Schwachsinn habe ich da gerade gedacht? Das ja, also wirklich. Kein, was für ein Müll. Natürlich gehen wir jetzt nochmal umso mehr den Weg Sinn. Entlang. Weil, das weißt du, wir sind links lang gegangen und du meintest, der rechte Gang hat biegt dann nach rechts ab. Ja, nee, ich sagte nach links. Nein, nach rechts. Ich sagte eindeutig nach links. Der kann ja dann nach rechts und dann nochmal nach links abbiegen. Okay. Wir sind auf jeden Fall den Weg gegangen, der erstmal eine Weile geradeaus ging. Ja, das stimmt. Also links wieder. Egal. Also wollt ihr jetzt den Gang rausgehen? Oder entlang gehen? Ich würde sagen, wir gehen den Gang entlang, weil Rina ihre Idee sofort wieder verworfen hat, dass wir diesen Weg unbedingt lang gehen müssen. Haben wir den Magier eigentlich komplett gelootet? Du hast den Stab, oder? Ich werde ihm doch die Robe wegnehmen. Ich habe nur den Stab, ich guck nochmal, was auf der... Er war nackt. Also er hatte kein Gewand. Er war alleine nackt mit seinen Skeletten in diesem Raum. Quasi die nackte Kanone. Das ist so schön ausgerückt, Snorri. Ja, es ist... Das sind nur Fakten. Genau. Ja, stimmt. Okay, also gehen wir diesen Weg entlang. Genauso wie die beiden Schwulen. Aber ich bräuchte auch nochmal schnell die Werte für den Silberdolch. Den Silberdolch? Willst du echt einen silbernen Dolch, also Silberdolch benutzen? Ist er nicht eher... Ich weiß nicht, er könnte besser sein als mein normaler Dolch. Ja, also Elder Scrolls-Kenner könnten vielleicht und was er wäre wissen. Gut, er wäre gut gegen Geister und gegen... ja, und Werwölfe. Ja, Werwölfe auch. Die Werte für den Dolch. 9? Okay. 9 ist aber echt ziemlich niedrig. Echt? Was? Schon. Okay, dann 12. Was? Okay. Bei meinem Dolch hat nämlich auch einen AT-Wert von 12. Okay, dann 13. Okay. Nehme ich gerne. Ey, 14. Ich nehme das jetzt nur hin, also... Ja, ich meine auch 14. Wer bietet mehr? PA-Wert von... 800. Von 10.000,3. Nein, von 11. Okay. Und macht... 1W6 minus 3 Schaden. 1W6 plus... ...3... Das ist realistisch. Mit Sondereffekt, dass es einen Bonusschaden gegen Untote. Untote macht. Und Werwölfe und so weiter wahrscheinlich auch, ne? Also wenn Score hinterher wiederbelebt wird, dann wissen wir, du hast eine Waffe. Jo. Das ist schon mal schön. Ich glaube, ich habe eine neue Waffe gefunden, die ich nutze. Haha! Erstmal OP-Equip, Epics. Das ist gerade echt meine beste Waffe geworden. Ein Silberdolch. Jaha. Meine beste Waffe ist mein Armbrust. Da war doch ein Skelett mit einer Keule, oder war das eine Axt? Das war eine Axt. Und Skatkolben hatte, glaube ich, auch eine verrostete Axt. Ach nee, das war ein Schwert, genau. Okay, dann interessiert's mich nicht. Ist keine Keule, ist nicht gut. Okay. Keine Keule ist nicht gut. Ja, damit kann man nicht rumkloppen. Den Magier hatten wir jetzt vollkommen gelootet, ne? Ja. Ja, doch nicht anders als Stab. Achso, ich untersuche den Stab, ob ich noch irgendwas daran erkennen kann. Bis auf einen stinkenden, toten einen stinkenden Schrumpfkopf eines Goblins ist drauf, mit Federn. Okay, aber sonst ist er ein Stock oder wie? Sonst scheint er halt ein massiver Eichenholzstab zu sein. Also aber ein richtiger Stab, okay. Vielleicht sollten wir irgendwie ein Zeichen mitbringen, dass wir das Ganze auch geschafft haben. So ein Beweis. Ja, du hast... Hallo? Zeigen, dann sollen wir den vielleicht hinterher abgeben. Das will ich jetzt nicht. Nee, den Stab zeigen wir definitiv nicht vor. Dann, Kitty. Dann lass uns lieber irgendwie so einen Goblin. Dann nimmt doch das. Wir schneiden den Kopf von dem ich will einmal Esef auf Klugheit würfeln.
Jetzt willst du mich noch demütigen. Aber jetzt hier echt ein Running Game. 9. Knapp verfehlt. Ist auch vorbei. Hast du 8 in. Hast du 8 bei Klugheit? Ja. What the fuck? Okay, ich will mal gnädig sein. Oh, ist ja nett. Um wie viel hast du verfehlt? 1. Um 1. Okay, um 1. Ja, dann will ich gnädig sein. Du starrst Richtung den Stab von. Den momentanen Stab von Oscar. Oscar? Hm. Da kommst du auf den Gedanken, das ist ein Goblin-Schamanen-Stab. Ey, da ist ja ein Goblin-Schädel drauf. Das heißt, wenn wir da einen kaiserlichen Kopf draufpacken, dann ist es ein kaiserlichen Schamanen-Stab. Das ist der Schluss, den wir daraus ziehen müssen. Ich lasse es mal dabei stehen, was ihr jetzt damit mit dem, beziehungsweise was er steht im Weg mit diesem Wissen macht. Ja, ich teile es also so mit, wie du mir gesagt hast. Wir zeigen ihm natürlich nicht den Stab, weil dieser Stab könnte was wert sein. Wir nehmen einfach den Kopf von dem einen Goblin-Schamanen, schneiden den ab und zeigen dem... Eben, würde ich jetzt eigentlich auch sagen, weil hinterher wird uns der Stab weggenommen. Ich würde nicht den vom Schamanen nehmen, den kann man irgendwie zur Sicherheit noch mitnehmen. Aber ich will erstmal ihm einen normalen zeigen, weil sonst könnte er hinterher sagen, hier, da ist da bestimmt noch was gewesen. Es reicht ein normaler. Es reicht ein normaler Goblin. Okay. Dann schneide ich den Kopf eines normalen Goblins ab. Okay, dann geht ihr jetzt langsam wieder. Also ihr seid jetzt schon auf dem Weg raus. Ich nehme noch mal eine dieser komischen lila Fackeln mit. Das weiß ich, wozu die noch. Du nimmst die lila Fackel, doch sie erlischt, nachdem du sie aus der Halterung rausgenommen hast. Da ist Magieresistenz. Das ist es gewesen. Du wirfst sie weg und sie geht wieder an. Plötzlich leuchtet sie blau. Was tut sie? Blau leuchten. Ja, also geht ihr wieder... Ich nehme an, wir gehen aus dem Raum. Ihr geht dann wohl aus dem Raum? Mit dem Schamanenkopf. Nee, mit dem ganz normalen Kopf. Von dem Typen, der da lag. Genau. Der lag ja keiner. Achso. Die... Ja, stimmt, aber ja, wir haben doch schon 5 erledigt oder so. Ja, doch, unten war doch... Ja, aber oben. Nee, ja, unten war, das ist unten doch egal. Unten war auch noch ein anderer Goblin. Nein, nur ein Schamanen-Goblin und die 3 Skelette. Wir kommen doch eh auf dem Rückweg kommen wir doch eh da oben vorbei. Dann können wir doch einfach da einen mitnehmen. Weil unsere Aufgabe war eh nur die Goblins töten. Dann nehmen wir einen Goblin-Kopf. Ist logisch. Ja. Okay. Aber hätten die gewusst, dass irgendwie ein Goblin-Schamane da ist, dann hätten die auch was gesagt. Die würden uns doch nicht in so eine Falle laufen lassen. Aber ich nehme noch meinen Dolch und schneide die Hand des Magiers ab. Nur so zur Sicherheit. So tue er dies. Jetzt habe ich eine Schamanenhand. Als Waffe. Eine Schamanen-Goblin-Hand. Also ihr geht diesen Gang raus? Ja. Ja, ihr geht den Gang raus und das ist quasi der Gang links. Von dem Hauptraum, wo ihr Hauptraum. Also wären wir quasi unten angekommen. Ja. Wäre aber nicht so gut gewesen, weil dann hätte ich nicht so mehr geil runterschießen können. Also das ist schon in Ordnung. Alles ist in Ordnung, was ich sage. Dann wir ja. Ja, und ihr seid jetzt in diesem Minenvorratslagerraum-Dings, Hauptraum. Und da lag ja einer rum, ne? Teile von ihm. Ach ja, ist da der Kopf dabei? Nicht mehr. Okay. Dann gehen wir draußen und sammeln einen von dem einen. Genau. Möglichst ranzig aussehenden Kopf, damit auch möglichst klar ist, dass der tot ist. Ja. Ich glaube, da kannst du deine Krähenfüße auch wieder einsammeln. Ganz gut. Stimmt, die habe ich noch gar eingesammelt, ne? Stolperdraht und das weiß ich alles. Genau, wir sammeln alle Fallenutensilien wieder ein und gehen dann Richtung Stadt. Oder? Ja. Also wieder zu dem Dorf. Genau, auf dem Weg wieder zurück. Ich weiß nicht. Den gleichen Weg oder wollt ihr euren Weg-Spezialisten nochmal fragen? Welche das ist eine gute Idee! Lasst uns Richtung Norden gehen. Wir könnten jetzt mit Fährtenlesen unsere eigenen Spuren zurückverfolgen. Oder wir gehen einfach geradeaus, wo wir hergekommen sind. Ja, das. So viel traue ich uns eigentlich zu, dass wir das schaffen. Der Game Master lässt einen Questmarke erscheinen. Nee, also ihr trabt so
scheinbar wirft, unterhaltet ihr euch auf dem Weg, vielleicht ein bisschen, ein paar Wörter, aber großartig nichts. Ihr kommt irgendwann an Weyer an. Wir machen Puppenspielchen mit den Köpfen von den Goblins. Mittlerweile ist der Schnee auf merkwürdige Art und Weise wieder verschwunden. Jetzt ich dachte doch, es wird... Ja, Wettervorhersage und so. Nachdem er sich diese Gedanken hatte, kamen Wolken. Instant. Instant Wolkenbildung. Und ihr seid wieder im Dorfzentrum. Dann würde ich doch als erstes erstmal sehen, also liegt der Bauer immer noch da? Ja. Liegt der Bauer immer noch da? Nee, ich habe ihn ins Haus gezogen. Ach liegt so. Der immer noch da? Ja, man erkennt aber jetzt eine leichte Blutspur ins Haus. Nee, die erkennt man nicht. Doch, erkennt man. Dann frage ich doch lieber erstmal, ob ihr beide euch nicht darum kümmern wollt, den... Ich habe diese Blutspur noch nie gesehen und gehe... Ich hab damit meine. Überhaupt nichts zu tun. Das ist ja auch nicht meine. Das ist ja die von den Bauern. Ich will gut, dass Oscar einmal auf seine Klugheit würfeln lassen. Ist doch ganz gut, dass jetzt das ganze Goblin-Blut dein Bauernblut übertönt. Ich habe eine 13 gewürfelt und ich habe eine Klugheit-Wert von 13. Was willst du mir dazu sagen? Dass es vielleicht klüger wäre, gar nicht erst auf die Leiche aufmerksam zu machen. Die Leiche ist im Haus drin, auf die wird sowieso keine Aufmerksamkeit. Oder halt generell nicht auf Blut, Leiche oder sonst irgendetwas, was mit Verletzungen an Bauern hinführen könnten, am Bauernhaus. Natürlich nicht, darauf wäre ich auch so gekommen. Dann würde ich euch auf jeden Fall erstmal bitten, die Blutspur da wegzumachen, damit das keinen Ärger gibt. Und hallo? Nee, die gehört gar nicht mir, ich ignoriere die einfach. Damit haben wir doch überhaupt nichts am Hut. Mir gehört nur die Leiche. Die Blutspur, damit habe ich nichts zu tun. Da ist eine Leiche in meinem Haus. Das wäre doch erst recht auffällig, wenn wir irgendwelche Blutspuren beseitigen. Ja, eben. Also, ganz ehrlich, ich ignoriere die, ich habe die einfach gar nicht gesehen. Okay. Also, ihr steht jetzt da vor der Taverne wieder. Ja, dann, gehen wir rein, oder? Trinken rein. Genau, dann gehen wir halt rein. Okay, ihr geht rein. Wer zuerst? Ich. Okay, Oscar geht als erstes. Ich die Wirtin sieht euch, seufzt kurz, aber mit einem leichten Lächeln, schüttelt sie leicht den Kopf und ja, arbeitet dann halt weiter. Die zwei Nord sind sich da immer noch am Besaufen. Echt? Ja, aber mittlerweile ist es halt schon später Nachmittag, sind halt Nords. Sie halten schon mehr als zwei Bier. Und nein. Tatsächlich sitzt da immer noch der kaiserliche... Der NPC und halt isst gerade etwas. Beziehungsweise ist gerade mit dem Essen fertig geworden. Aber sitzt er an dem Tisch? Ja, der sitzt am Tisch. Dann würde ich jetzt euch einfach darum bitten, nochmal schnell Bier zu... Ja, holen. Ja! Ich werde mit ihm nochmal feilschen. Achso, nee, ich hau erstmal den abgeschnittenen Kopf auf den Tisch vor ihn. Okay, das geht auch. Und so, dass möglichst viel Blut spritzt. Okay, wie viele Leute... So schön aufs Essen, ne? Ja, genau. Wie viele Leute stehen da jetzt? Hä? Also, wir wer von euch... Wir Blutwurst bestellt. Nee, wer steht jetzt am Quest am PC? Esef ist Getränke holen und... Ich stehe auch schon bei dem. Achso, also sind wir alle drei da. Ja. Okay, du klatschst halt den Schädel drauf, aber der ist schon ein bisschen ausgelaufen, sprich, so viel Blut spritzt da nicht, da er schon mit dem Essen fertig ist, wie schon vorab gesagt. Ja, es soll auch nur möglichst viel Blut spritzen, so vielleicht, dass er noch was abkriegt oder so. Und, er schaut den Schädel an. Ich bin ja kein Sadist. Schaut euch an. Also ihr meint auch, ein Schädel würde eigentlich reichen als Beweis. Er betrachtet sich, Oscar. Ja, das ganze Blut, boah, man könnte meinen, ihr habt... Wir haben gegen Hunderttausende gekämpft, sage ich. Ihr seht aus, als hättet ihr ein halbes Dorf weggemetzelt. Es war kein Bauer dabei. Es war kein Bauer dabei, jo. Okay, ich lasse es mal durchgehen. Ihr habt die Aufgabe wahrlich erfüllt. Ihr habt mir einen guten Dienst erwiesen. Er holt ein Säcklein raus, legt auf den Tisch und es klimpert kurz. Warte mal,
Ich möchte erstmal im Beutel nachzählen, ob da auch wirklich alles drin ist. Du zählst nach, es sind 200 Goldstücke. Okay, dann gehe ich mit den beiden an den Tresen und dort teilen wir uns die 100 Goldstücke auf. Okay, wer geht alles an den Tresen? Ja, wir alle, oder? Ja. Okay. Ja. Ja, ihr seid am Tresen mit dem Goldsäckchen. Genau, und ich schichte da, wie gesagt, die 33 Goldstücke für jeden auf und gebe erstmal jedem eine Lokalrunde. Und ich möchte mal ganz kurz auf Sinneschärfe würfeln, ob ich bemerke, dass im Goldsäckchen noch was drin ist oder nicht. Mach. Okay. Klugheit, Intelligenz, Intuition. Oha. 11. 11. Also Klugheit, 11 habe ich geschafft. Intuition habe ich geschafft. 14 kann ich ausgleichen, habe ich geschafft. Und? Snorri. Was und? Ist da noch was drin? Ja. Naja, 100 Goldstücke halt, ne? Ja, das... Das Vermittlungsgebühr und so. Also, was ist mit den anderen, mit dem restlichen Gold? Schütte das doch auch mal aus und zeige uns, wie viel es ist. Und ich schiebe meinen Umhang zur Seite und gehe mit meiner Hand an meinen Dolch. Ich pack schon mal meine 33 Gold weg. Das ist gut. Schau mal ganz kurz, kann ich auf Falschspiel hier machen? Falschspiel? Das ist quasi ja vortäuschen. Darf man das hier nutzen? Schwer zu sagen, er hat ja... Jein, würde ich sagen. Das ist eine sehr gute Antwort. Ich will uns ja weiterhelfen, also ich bin sehr... Also, warte mal ganz kurz. Theoretisch ja, kannst du eigentlich nutzen, mit gewissen Voraussetzungen, die ich aber jetzt nicht erwähnen möchte. Die muss ich dann Gegenwurf drauf machen? Weil andere dabei sind, nicht erwähnen möchtest, oder? Ja, quasi. Okay, dann schreib's mir am besten. Wie war das? Das waren jetzt 200 Septime oder 200 Gold? Ist das 200 Septime und 200 Gold sind so ziemlich das gleiche. Achso, okay, alles klar. Trotzdem quasi nichts. Meine Güte, dann habe ich ja meine Schulden fast wieder wett. Das ist quasi das, womit du vor 5-6 Stunden. Dann habe ich ja nur einen Verlust von 2 Septime. Das hat sich gelohnt. Ja, zum Glück hast du aber auch viel vom Loot abbekommen. Ich habe eine Keule. Ich versuche mein Falschspiel zu nutzen und lasse weitere 25 Septime fallen und stecke danach den Beutel ein. Okay. Also gibst du mir jetzt 25 Septime? Ich lasse 25 Septime noch fallen, ja. Okay, dann die nehme ich mir und meine 33 Gold und dann habe ich dann 58 Gold. Okay. Okay. Das passt. Okay. Dann bin ich einverstanden. Ja, dann ist alles gut. Okay. Nebenbei ramme ich meinen Dolch in den Rücken. Nicht okay. Naja. Nee, ich würfel natürlich gegen. Okay. Ja, das ist klar. Er versucht halt falsch zu spielen, ne? Ich wollte gerade sagen, ne? Okay, er macht nichts. Er nimmt es einfach so hin. Ich habe eine 17 gewürfelt, es kommt auch sehr wenig aus. Okay, ja. Nimmt es einfach hin. Okay, das ist schön. Aber ich Moment, dann mehr sind Geld. Wir jetzt bei... Okay. Ich habe zumindest mehr Geld, wie viel Geld der Typ einfach kriegt. Ich räusper mich kurz. Möchtest du vielleicht auch noch auf irgendwas hinweisen? Ich warte Geld. Übrigens immer noch auf die Lokalrunde, die ich spendiert hatte. Ja, die kam an. Und jetzt noch 5 Stunden. Sie kam an
und hat halt einen Schweinebraten mitgebracht. So ein, sieht auch frisch aus, in drei Teilen geschnitten, das ist quasi ein Teil für jeden von euch. Kostet und sagt dazu 90 Septime, ja, ja. Und sagt dann halt noch mit einem kleinen Grinsen, als kleines Dankeschön, kommt der, ist der Braten aufs, kommt das... Nee, das kannst du jetzt nicht machen. Aufs Haus, doch. Nee, das kannst du jetzt nicht machen. Ich will ihr kriegt gerade gratis Essen. Das habe ich nicht mal bestellt, also freut euch. Das habe ich nicht bestellt. Ich verlange ein neues Gericht. Das ist gerade gratis Essen, bestellt. Das könnt ihr gerade so mitbekommen. Okay, zu also Rina, oder wer hat bestellt? Ich okay, hatte zu bestellt. Rina. Das doch macht noch gleich 8 Septime, bitte. Okay. Und, ich gebe mich zufrieden, denn ich denke, 8 Septime wären viel Geld. Das finde ich gut. Und ich ziehe bei mir 8 Septime ab, dann habe ich nochmal die neue Aufrechnung. Ja, ich schiebe okay das eine Drittel des Essens zu Esif und nehme mir die anderen zwei Drittel und gehe weg. Ich nehme mir mein Drittel und gehe auch lieber. Moment, was? Outplayed. Was? Okay, mehr für mich. Hä? Für dich ist gar nichts. Ja, Alkohol. Ja, gut. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was war los? Also, Score hat sich gerade zwei Drittel des Bratens geschnappt. Kide hat sich den restlichen ein Drittel geschnappt. Und jetzt stehst du ohne Fleisch da, aber mit Getränken. Und dem Rest des Geldes, okay. Hat jeder, was er will. Ja, das passt. So. Sind wir jetzt... Also dafür gebe ich gerne mal einen Braten ab. Braten? 7, dann sind wir jetzt bei 50. Okay, ja, ich bin zufrieden. Ich auch. Wie weit ist die Stadt entfernt, die Hauptstadt? Die ist keine 10 Minuten. Die ist keine 10 Minuten weg. Okay. Wenn man den Weg kennt. geradeaus Weg. Es gibt nur eine Brücke. Da gibt es doch auch eine Magiergilde, oder? Es gibt etwas, was zur Magiergilde gehört. Okay, aber es gibt auf jeden Fall Magierkundige, wo sich Leute hinbegeben können. Sogar die Schlausten. Das finde ich gut. Dann weiß ich, wo ich als nächstes hingehe. Willst du erstmal deinen Dolch einschmelzen? Ja, genau. Nein, ich habe was anderes vor. Ich habe überlegt, ob du den Stab hast, aber den habe ich ja. Nee, den hast du. Ich weiß, was er machen will. Er will sich den Talentwert für Bogenschießen bei der Magiergilde. Bei der Magiergilde holen. Ja. Nein, das sind die besten Bogenschützen. Du willst ihn dir zaubern, habe ich gesagt. Den Bogen? Ich habe doch schon einen. Oder du willst erstmal die Legende des Baba Yaga. Ich darf ihn nur nicht nutzen. Ja. Naja, aber die Etappe lief ja schon mal gut.